Hallo und herzlich willkommen zu meinem Kanal. Ich bin die Pamela und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich hoffe, euch geht's gut und wenn nicht, hoffe ich, dass euch nach meinem Video ein bisschen besser geht. So, heute habe ich mal wieder ein Schminkvideo für euch. Und zwar möchte ich noch einige Produkte gleich mit euch testen, die in der Goodiebox drin war, beziehungsweise in meiner Bestellung von Cosmetic for Less. Das habe ich nicht alles in ein Schminkvideo gebracht. Und das zeige ich euch jetzt gleich einmal vereinzelt. Und zwar als erstes habe ich die Athena Palette. Die war in der Goodiebox drinnen. Und das ist ein sehr schöner Rosé Nude-farbene Palette. Die will ich auf alle Fälle heute drauf machen. Normalerweise mag ich zwar eher die Knallfarben, aber man kann ja auch mal einen Nude-Look schminken. Dazu passend habe ich heute auch mich ein bisschen in Schmuck geworfen. Alles von SIX. Da habe ich ja erst so ein Unboxing gehabt von so Mystery Bags und so weiter. Ist aber natürlich alles unbezahlt. Unbezahlte Werbung. Ich habe mir alles selber gekauft. Dann habe ich noch von Sassy Beauty habe ich die Pure Glow Palette. Sehr nachhaltig, ohne Spiegel. So schauen die Farben aus. Dann habe ich auch noch einen dazu passenden Mini Kabuki Brush. Den zeige ich euch auch gleich. Den finde ich ja mega, mega süß. Der ist das. Den werde ich heute auch gleich ausprobieren. Außerdem habe ich noch die Doja Cat Flora Blush Palette. Ist noch das Plastik drauf, das gebe ich gleich runter. Die sieht so aus, mit Spiegel sogar. Voll süß und voll das schöne Packaging. Gefällt mir sehr, sehr gut. Und dann habe ich noch ein neues Produkt. Und zwar den W7 Africa Bronzing Powder. Den habe ich euch eben im letzten Video schon gezeigt, dass hier oben eben der Pinsel drinnen ist und dass hier unten der Puder drinnen ist, aber total süß in Leo-Optik. Übrigens auf den Lippen habe ich einen Lippenpflegestift von Revolution, aber das ist irgendwie so eine Mischung aus Lippenpflegestift und Lippenstift. Aber ich finde den toll. Ich mag die Farbe voll gern und das ist dieses bisschen ein Geruch hat der auch so nach Lebkuchen irgendwie. Meine Haut ist auch voll schön. Ich finde, hat voll einen schönen Glow. Also zurzeit muss ich sagen, bin ich voll zufrieden. Und durch diese Gesichtsöle, finde ich, macht das echt was Tolles her. Also, genau, die Gesichtspflege ist eh schon lange aufgetragen. Was ich jetzt mal nehmen möchte, ich habe noch ein neues Produkt, das hätte ich fast vergessen. Und zwar ist es die Soft Touch Mousse Make-up und die werde ich heute nehmen. Das ist ein leichtes Mousse Make-up für einen natürlich matten Teint. Okay, ich werde mal den Primer von Essence auftragen. Das ist der Catching Clouds Primer. Der hat irgendwie das urkrasse Feeling, denn das ist auch so wie eine Mousse. Muss man noch überlegen, wie ich das Make-up auftrage, aber ich denke, das werde ich dann auch mit der Hand auftragen, aber wir schauen einmal. Übrigens, ich filme jetzt bei Tageslicht. Ich hoffe, schreibt es mir gerne in die Kommentare, wie euch das so gefällt, ob das so passt. Ich denke, es ist ein bisschen besser wie in meinem Badezimmer. So, was ich noch heute ausprobieren möchte, das ist so quasi ein Hair and Body Shimmer. Und ich würde das gern irgendwie mit der Foundation mischen, dass man hier auch diesen Glitzer ein bisschen drinnen hat. So schaut das aus im Deckel. Ich gebe es euch mal auf die Hand drauf. Und dass die Foundation auch nicht so ultra hell ist. Ich hoffe, man sieht das. Und das ist eben so ein Schimmer. Ich probiere das jetzt einfach. Okay, das Make-up ist ein bisschen verrutscht. Wie ihr seht. Krass. Okay. Ja, egal. Ich gehe hier aber jetzt, glaube ich, trotzdem mal mit einem Pinsel rein. Mit einem Foundation Brush. So, da habe ich den.
Nehme ich den einmal. So, kurz unterbrochen worden, weil ich habe für den Nachbarn ein Paket angenommen. So, jetzt schauen wir mal, wie das funktioniert. So habe ich es jetzt auf dem Pinsel aufgenommen und mische mir das am Handrücken jetzt einmal zusammen. Und dann schauen wir mal. Ich habe hier noch meinen riesen Be Perfect Spiegel und den werde ich jetzt einmal nehmen. Okay. Ich weiß nicht so genau. Wie stark die Deckkraft hier sein sollte. Also das Make-up ist schon relativ dunkel. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Ja, aber ich glaube, das passt so. Weil die anderen, es wirkt jetzt wahrscheinlich auch nur so dunkel, weil die anderen Make-ups immer so hell waren. Aber von dem Glitzer sieht man jetzt aber nicht mehr viel. Immer auf der Seite habe ich den Glitzer drauf gehabt, aber den Schimmer, von dem sieht man gar nichts. Ich glaube, das Make-up ist einfach zu deckend dafür. Also da muss man ein Make-up wählen, das was nicht so deckend ist auf alle Fälle. Okay. Ja, irgendwie gefällt mir das, muss ich sagen. Gefällt mir besser wie die letzten. Also ich muss mir auf alle Fälle bei den nächsten Make-up-Einkäufen muss ich mir auf alle Fälle auch so eine Farbe nehmen. Muss mal schauen, was das für eine Farbe. Oh, nein! Jetzt ist mir das ganze Make-up hier rausgefallen. Oh ich habe hier alles auf meiner Hand. Oh mein Gott, was ist denn da los? Das ist ja auch krass, dass das einfach alles so rausfällt. 02 matt beige. Also, keine Ahnung. Normalerweise beige ist immer sehr hell, aber ich finde das ehrlich gesagt, also wenn das für mich schon so ist, wie ist das für richtige helle Häute? Aber in dem Fall passt's. Also mir gefällt das so vom Ton her. Es ist, glaube ich, der beste Ton, was ich seit langem beim Make-up gehabt habe. Weil alle anderen waren mir eigentlich eh immer ein bisschen zu hell und habe es mir zusammengemischt. Und deswegen feiere ich das gerade voll. Ja, ich mag das. Man merkt, es mattiert auch so ein bisschen ab. Steht auch drauf, ne? Also, mag das. Ich. I love it. I love it. Das Einzige, was ich nicht so sehr liebe dran, jetzt muss ich mal meine Finger abputzen hier, ist, dass es gleich so verrutscht ist und. Aber das wird halt durch den Transport passiert sein, ne? Und dass es hier gleich so rausfällt. So, jetzt tue ich mich hier mal ein bisschen säubern, weil sonst kann ja nichts mehr angreifen. So, also das Make-up ist jetzt einmal erledigt. Den Glitzer, dann muss ich mal schauen, wie das ist, wenn ich das unter eine hellere Foundation trage oder ich heb's mir wirklich auf für den Sommer und das kannst du auf die ganze Haut schmieren. Oder wenn du ein Event hast, kannst du es auch in die Haare schmieren, ne? Also ist jetzt nicht, was ich jetzt jeden Tag verwenden würde, aber ja. So, auf alle Fälle werde ich jetzt wieder meinen Concealer nehmen. Aber ich bin einmal gespannt, ob der jetzt eh nicht so hell ist. Aber ein bisschen aufhellen ist ja nicht schlecht, ne? So. Jetzt habe ich natürlich meinen Foundation Brush in der Wäsche. Aber ich werde den jetzt einfach mit so. Es war ein sehr fester, gebundener Pinsel, der was von der Konsistenz so ist. Ich schau mal. Ich glaube, ich werde mal einfach den von BH Cosmetics nehmen und werde das jetzt einfach so einarbeiten. Wow, es geht so schnell. Ja.
Das geht echt schnell mit dem. So sieht das jetzt aus. Okay. Bin mir nicht sicher. Aber ich glaube, ich brauche noch was. Oder kommen die Falten jetzt, diese Augenringe jetzt mehr raus, weil die Foundation dunkler ist eventuell? Oder habe ich heute einfach mehr Augenringe? Ah, echt schlimm, ne? Gibt Schlimmeres, weil ich mir denke, wie andere auch schon in dem Alter, das passt schon, das ist eh alles gut. Aber was mir auffällt, was mir letztes Mal aufgefallen ist, beim Schminken hat man schon ein paar Augenfältchen. Das ist irgendwie nicht so cool. Am Lid halt, so Lidfältchen, ne, heißt das, glaube ich. So, das ist eh schon okay so. Würde ich jetzt mal so meinen. Jetzt werde ich noch am Puder auftragen. Was für einen Puder nehmen wir heute? Soll ich den Bananenpuder nehmen oder nee? Ich denke, ich werde wieder meinen Kirschpuder nehmen und werde den aber dieses Mal nicht baken, sondern so richtig reinpressen. Dafür nehme ich ein bisschen einen festeren, obwohl den könnte. Ja, ich nehme diesen. Der ist von Real Techniques, der 220. Und der ist ein bisschen fester gebunden und nicht so wie die ganz großen. Und dann werde ich mir das einfach hier so einarbeiten. Vor allem hier unterm Auge, dass es hier so ein bisschen heller wirkt. Genau. Das ist jetzt einmal gut worden. So, und dann mit einem großen fluffigen Pinsel werde ich mir jetzt noch das Kompaktpuder drüber geben. Popsi. Da nehme ich diesen Pinsel von BH Cosmetics. Glaube ich zumindest, ja, ich glaube schon. Der war von BH Cosmetics. Ich bin auch blöd. Jetzt habe ich schon wieder meine Base vorher gemacht als das Augen-Make-up. Das ist ja nicht normal mit mir. Aber heute ist das Augen-Make-up nicht so, so knallig. Geht das wahrscheinlich noch ein bisschen besser. Aber hallo. Es ist schon wieder so typisch, echt, für mich. So, egal. Ich werde jetzt aber sofort weitermachen mit der Augenpalette. Mit der Athena. So, dafür nehme ich mir jetzt einmal einen flacheren Pinsel. Ich werde mir hier gleich vielleicht so einen ganz einen dünnen nehmen und fange jetzt gleich einmal an. Und zwar nehme ich mir diesen Farbe Nox. Da ist ein Spiegel dabei, den nehme ich gleich. Und trage mir den, wow, hier außen auf. Krass, ich hoffe, man sieht das, aber der ist schon relativ gut pigmentiert. Voll. Dann nehme ich mir noch so einen Blenderpinsel. Von Revolution ist der. Und trage mir am kompletten Lid noch den Atlas auf. Das ist der ganz softe Ton hier oben. Und habe mir jetzt so quasi das Lid gleich gesettet.
Ich hoffe, man sieht das. Vielleicht komme ich noch ein bisschen näher ran, dass ihr das seht. Aber die Töne sind auch wirklich sehr, sehr hell. Und das wird auch heute ein sehr, sehr natürlicher Look. Ich werde jetzt gleich einmal in diesen ganz pinken Ton reingehen. Und das ist ein festerer gebundener Pinsel und werde mir das hier auftragen in der Mitte und ein bisschen nach außen ziehen. Und der ist auf alle Fälle ein bisschen metallisch. Sieht man, glaube ich, ganz gut. So, und ich werde mir den jetzt auch ansprühen. Vielleicht kann ich es dann noch ein bisschen verstärken. Werden wir sich jetzt gleich einmal anschauen. Wie ihr seht, ist er jetzt noch ein bisschen stärker geworden. Und vorne werde ich mir diesen anderen Schimmerton, in diesen beigen Schimmerton auf der anderen Seite vom Pinsel, sprühe ich ihn wieder ein. Und dann gehe ich in diesen Glitzerton rein. Den sieht man aber gleich viel, viel besser. Wie ihr seht, sieht man den viel besser. Und suche mir das so ein bisschen ineinander zu blenden. Ineinander, jetzt sind wir wieder bei dem Thema. Ineinander. So, ich werde mir in den Innenwinkel. Ah ja, gute Frage. Ich werde mir den in den Innenwinkel setzen. Ja, der ist super. So schaut der aus. Und gehe hier gleich am unteren Wimpernkranz entlang. Weil ich finde, der Ton ist echt gut pigmentiert. Ich habe den Pinsel nicht angesprüht und nichts. So, und dann ganz oben möchte ich noch verblenden hier. Und da gehe ich in den Ton. Gute Frage. Ich glaube Fade, weil der Ton ist noch ein bisschen mit Glitzer und ich mag Glitzer sehr gerne. Gehe hier so ein bisschen drüber. Das war es jetzt auch schon wieder. Das ist ein, wie gesagt, ein sehr, sehr nudiger Look. Also rosafarbener Look, sagen wir es mal so. Aber gefällt mir eigentlich ganz gut. Was man jetzt noch machen kann, ist, und was ich auch machen werde, ich nehme mir hier noch den Kajal und werde mir den hier unten noch ein bisschen verstärken. Also ich habe die L'Oréal Volume Million Lashes Mascara aufgetragen. Dreimal, drei Aufträge. Und ich finde die jetzt mittlerweile voll super. Aber vielleicht liegt es auch daran, dass meine Wimpern so extrem gewachsen sind. Vor allem hier außen ist es teilweise richtig schwer, die schön
zu formen, weil die schon so lang sind. Ich dachte, die Serien, die Wimpernserum, die helfen nichts, aber das, was ich zurzeit habe, das ist so mega. Also, das feiere ich total. So, jetzt machen wir weiter und zwar mit diesen Bronzing-Puder und ich bin schon so gespannt. Ich werde auch diesen Pinsel dazu gleich ausprobieren, wie der ist. Oh Gott, und das ist einfach nur pink. Ein bronzen pinken Puder. Okay. Oder ist einfach. Ach so, der war ja pink, ne? Bin auch blöd. I'm silly. Oh, okay. Oh ja, der ist schon ziemlich rötlich. Pinky. Krass. Aber ehrlich gesagt finde ich den Pinsel nicht gut. So, ich nutze jetzt einmal den. Wie heißt der? Diesen Pinsel? Also, ich weiß nicht. Ich bin jetzt davon nicht so begeistert. Ich probiere es einmal auf der anderen Seite, dass ich einmal sehe, ob das nur an dem Pinsel gelegen ist oder ob das generell so schwierig ist. Ja, mir kommt es leicht fleckig vor, aber nicht so schlimm wie auf der anderen Seite, ne? Da lässt es sich eigentlich schon relativ gut ausblenden. Aber puh. Hat auch ein bisschen einen Schimmer drinnen, auf alle Fälle. Aber ja, so im Großen und Ganzen ist okay, aber haut mich jetzt nicht so vom Hocker, ne? Was ich auf der Seite noch mache, habe ich keine Ahnung. So, ich gebe mir jetzt auf alle Fälle mal einen Rouge drüber. Vielleicht rettet das die ganze Sache noch, weil es eigentlich nur ein Bronzing-Puder, ne? Und da werde ich mir jetzt einmal, glaube ich, dieses Helle mal drauf geben, um das Ganze noch ein bisschen aufzuhellen. Und gehe da auch mit dem Kabuki-Pinsel da einfach rein und stempel mir das auf, weil dann ist die Farbe meist ein bisschen intensiver, wie wenn ich so gehen würde. Ist mir aufgefallen. So. Ist jetzt schon viel besser, finde ich. So, ich probiere das jetzt auf der Seite auch noch. Es schaut auf alle Fälle schon homogener aus. Nur hier hinten, finde ich, wirkt es noch etwas fleckig. Auf dieser einen Seite, aber ich glaube, da bin ich einfach mit dem Konturstift ein bisschen zu extrem reingegangen. Also. Aber der Blush ist an und für sich ganz süß. Den finde ich wirklich süß. So. Ich kann euch aber auch gleich einmal zeigen. Ich versuche mal, ob das funktioniert. Ja, hat ein bisschen funktioniert. Das wären die anderen Blush-Töne, die was hier noch drinnen sind. Ich habe das absichtlich jetzt mit dem Pinsel gemacht, weil ich, wie gesagt, nicht mit den Fingern reintapsen möchte. So, was haben wir jetzt noch? Wir haben jetzt noch einen Highlighter. Also, dann schauen wir uns das einmal an. Und zwar von Sassy Beauty. Also, da ist er schon offen. So, ich nehme da einen Highlighter-Pinsel und werde mal in diesen hellen Ton hier reingehen. Und dann schauen wir mal, wie der aussieht. Okay, ich glaube, der passt ganz gut. Puh, der ist aber sehr stark pigmentiert. Krass. A little too much. A little too much auf alle Fälle. A little too much. So viel wird die eigentlich gar nicht haben. Okay.
Ich gehe nochmal in mein Kirschpuder rein und werde das ein bisschen abmattieren, weil schaut ja schrecklich aus so. Dass es so stark pigmentiert ist, dachte ich jetzt eigentlich nicht. Ja, normalerweise gehe ich immer ein bisschen rein. Aber das ist ja Wahnsinn. Da darfst du nur ganz, ganz wenig reingehen, weil sonst. Ja, das ist echt krass. Also man sieht fast nichts mehr vom Bronzen. Vom Bronzing-Puder. So stark ist das. Das ist schon heftig. Also, seht ihr das? Mega heftig. Okay. Pff. Was soll ich da? Was soll ich dazu sagen? Ich nehme mir jetzt meinen Bronzer von Revolution und versuche mir da jetzt noch ein bisschen was drüber zu machen, weil ich finde das schaut schrecklich aus. Das so generell drüber gehen? Ja, es ist schon auf alle Fälle viel besser. So krass. Kann man nur so hoch pigmentiert sein? Huh? Ja, jetzt ist es auf alle Fälle schon abgemildert, obwohl es noch immer sehr, sehr glowy ist. Oh mein Gott. Also sowas habe ich auch noch nicht erlebt. Es ist so, so heftig. So krass. Ich werde hier vielleicht nochmal meinen Setting Powder, weil der ist ganz, ganz hell und werde mal schauen, ob ich da noch irgendwas retten kann. Ich da noch ein bisschen. Es ist eher auf der Seite so stark, auf der anderen Seite ist nicht ganz so stark. Aber jetzt schaue ich einmal. Das kann man. Der Seite ist es okay, da bin ich nicht so krass reingegangen. Aber da bin ich einfach, hat der Pinsel zu viel Farbe abgegeben. Ich werde vielleicht nochmal mit dem Foundation Brush hier drüber gehen. War das der? Oh, ich glaube schon, dass es der war. Ja, was soll ich machen? Es ist jetzt so. Schaut jetzt nicht so dolle aus, aber Waddles. Also fürs nächste Mal muss ich mir das merken. Naja, ist jetzt nicht mein Favorite auf keinen Fall und auf keinen Fall mit dem. Also den gebe ich da gleich einmal raus. Geht gar nicht noch. Weil da hatte ich so richtig einen Streifen da. Not so gut. Not so gut. So, ich werde mir jetzt aber. Achso, jetzt habe ich mal gar keinen Bronzer. Bisschen Konturi. Ach Gott. Ich tapp's hier schon wieder rein. Ich wollte hier mir noch was die Nase konturieren, so ein bisschen. Und hier und hier und hier. Da habe ich es eh schon gemacht. Und Highlighter wollte ich mir. Ich gehe jetzt nochmal in die Palette rein, aber nur ganz vorsichtig. Und vielleicht in dieses Bold. Schauen wir mal, wie das ist. Okay, das war nur einmal aufnehmen, ne? Der hat so schöne Glanzpartikel drinnen. Also mir gefällt das voll gut. So schaut jetzt mein Look aus. Ich hoffe, es gefällt euch. Schreibt es mir gerne in die Kommentare und dann bis zum nächsten Video. Tschüss, eure Pamela. Hoppala, ich habe ganz vergessen. Ich habe noch keinen.
gar nicht fixiert. Oh mein Gott. Das mache ich jetzt noch schnell mit meinem Ohr. Voll angesprüht in den Mund. Jetzt haut man davor mal. So, das tue ich mir jetzt noch ein bisschen. Jo, jetzt sind wir sauber. Jetzt ist es vorbei. Ich hoffe, euch hat das gefallen. Schreibt es mir gerne in die Kommentare oder gebt mir gerne einen Like. Und über ein Abo würde ich mich auch sehr freuen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, eure Pamela.